Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Beim letzten Mal waren wir hier im Level Die Unterwelt und mir haben noch so ein paar Goldstücke gefehlt am Ende. Ich habe mir das Ganze nochmal angeguckt und bin fündig geworden. So, und zwar bei dieser Stelle hier, wo dieser Stein runterkam und mir ziemlich viel Schaden gemacht hatte. Und hier dieser Checkpoint ist, kann man da oben jetzt schon sehen, was mir nämlich überhaupt nicht aufgefallen ist, da sind ein paar Goldsäckchen auf diesen Torbögen. Ja, wie kommen wir da dran? Ganz einfach, wir klettern hier hoch, was ich im Let's Play auch schon gemacht hatte, in der Folge. Aber irgendwie bin ich da nicht weitergegangen. Da war ich zu blind oder zu sehr abgelenkt. Wir können nämlich hier hoch. Und ich glaube, bis hierhin bin ich auch gegangen oder so. Wir können aber hier drauf springen und da weitergehen. Und was für eine Überraschung. Wir finden auf jeden Fall erstmal einen grünen Edelstein, der viel wert ist. Und ihr erinnert euch, dass wir am Anfang des Levels einen Schlüssel gefunden haben. Dann können wir diese Kiste hier aufmachen und finden darin eine Karte mit dem Weg nach Haggerstrom. Ja, und dann können wir hier noch rüberspringen, den Trank einsammeln und dann hier unten diese Goldsäckchen. Das ist aber tatsächlich nicht alles Gold, was ich übersehen hatte. Und zwar gibt es dann noch eins. Ich habe mir schon mal die Freiheit genommen, hier vorher einmal durchzulaufen und alle Gegner zu erledigen, damit ich das schnell machen kann. So, wir laufen hier runter. Ja, den habe ich noch nicht erledigt, das ist mir aber egal. Wir laufen hier runter und dann hat man ja hier diese Stelle gesehen, wo hier oben der Diamant war. Und ich dachte nur, ja, das ist nur zum Ablenken und so, bla bla. Ja, aber da drüber, wie man sehen kann, ist noch ein Edelstein, ein anderer. Und den habe ich gar nicht gesehen und mir nicht geholt. Ja, das machen wir jetzt aber. Dafür müssen wir einfach den Weg zum Diamanten gehen. Das habe ich, glaube ich, tatsächlich noch nicht gemacht. Das heißt, hier dürften noch Gegner auftauchen, aber nur ein paar Skelette. Das ist ja nicht so besonders schlimm. So, hier haben wir den Diamanten eingesammelt. Ich treffe gerade das Skelett nicht. So, wenn wir jetzt... Da oben wollen wir hin. Diesen Edelstein wollen wir haben. Na, jetzt kommt wieder Gegner. Aber es ist nicht weiter schlimm. Ich will den Level ja nicht durchmachen. Ich will euch nur zeigen, wo das hin ist. So, wir gehen einen Raum zurück und können dann hier auf einen kleinen Vorsprung springen. Und ja, theoretisch darüber und den Edelstein einsammeln. Moment, das mache ich noch einmal. Um zu beweisen, dass es wirklich klappt. So. Ja, und das war eigentlich alles, was ich vergessen hatte. Ihr seht, ich habe eigentlich sonst einiges liegen lassen. Da das Gold und so, aber wir sind jetzt schon auf 405 Goldstücken. Und ich habe, glaube ich, mit 45 gestartet oder so. Also ordentlich Gold, das wir hier am Rand haben liegen lassen. An Orten, die ich eigentlich hätte sehen sollen. Aber na gut, das war nochmal dazu, was wir übersehen hatten, was ich übersehen hatte. Und das habe ich alles natürlich schon mal eingesammelt. Und weil ich das gesucht habe und habe dann natürlich jetzt 500 von 500 Gold. Genau hier, da kann man es sehen. Und eigentlich dachte ich ja, wir machen heute zu Rana. Aber da ja auch noch eine versteckte Karte war und haben wir jetzt Haggerstrom freigeschaltet. Und da gibt es Gegen die Finsternis 1. Und falls euch das bekannt vorkommt, wir hatten hier schon mal Verbotenes Abgard. Da hatten wir auch Gegen die Finsternis 1 bis 3. Und das haben wir jetzt hier exakt nochmal. Das heißt dreimal der gleiche Level mit stärkeren Gegnern in jedem Durchlauf. Allerdings ist das hier wesentlich schwerer als der erste, also die ersten bei Gegen die Finsternis Level. Und ich weiß, dass ich bei Gegen die Finsternis 3 in Haggerstrom ziemlich gehangen habe, einfach weil die Gegner da so fies sind. Ich werde es jetzt einfach mal versuchen und gucken, dass ich das vernünftig hinkriege. Und dann muss ich mir erstmal einen Charakter aussuchen. Ich weiß gar nicht, welcher da vernünftig ist. Ich glaube, im ersten Level können wir da einfach irgendeinen nehmen. Ich habe übrigens nochmal nachgelesen, was die Charaktere betrifft. Der Zauberer und die Druidin haben einen Unterschied. Und zwar ist die Druidin, glaube ich, ein kleines bisschen schneller. Der Zauberer hält dafür ein bisschen mehr aus. Und genauso verhält sich das bei den Nahkampfcharakteren. Der Ritter hält am meisten aus. Und der Halbling ist am schnellsten. Also haben die doch kleine Unterschiede. So, ich glaube, wir probieren einfach mal den Zauberer aus. Den nehmen wir natürlich die mittlere Rüstung, 4 Heiltränke und den Zeremoniendolch. Und dann können wir uns noch einen Stab aussuchen. Ich weiß gar nicht, welchen Stab ich da nehmen möchte. Ich will erstmal Seelenqual ausprobieren. Einfach, um nochmal zu sehen, was der Stab macht, weil ich es gar nicht mehr weiß. Und wir wissen ja, das sind keine besonders langen Level, deswegen, wenn ich da mal sterbe, ist auch nicht so schlimm. So,
Bekämpfe die ständig stärker werdenden Feinde und deine Reichtümer werden sich mehren. Besiege sie alle und eine noch größere Herausforderung wird auf dich warten. Ja, Aufgabe, vernichte alle Feinde. So, man sieht schon, das ist keine normale Arena wie beim letzten Mal, sondern es ist etwas verwinkelter. Ha. Na gut, da kommt schon der erste Ork an. Was kann denn der Stab? Das sieht schon mal gut aus. Ja, nicht schlecht, aber der verbraucht mir ein bisschen viel Mana, muss ich gestehen. Wer weiß ja nicht, ob ich so begeistert davon bin. Ich habe übrigens die Helligkeit nochmal eine Stufe hoch geregelt. Also ich kann sie noch eine weitere Stufe hochregeln. Danach geht es nicht weiter hoch. Weil es hat schon eine Verbesserung gezeigt beim letzten Mal. Ich fand aber, es ging tatsächlich noch ein bisschen besser. Deswegen habe ich das jetzt nochmal ein bisschen hoch geregelt. Mal schauen, wie es dann auf YouTube wird. Ich bin mal sehr gespannt. Aua. Aber beim letzten Mal war es schon wesentlich besser. Und ich hoffe mal, dass es jetzt auch ganz vernünftig sein wird. Ich habe keinen Mana mehr. Na komm, dann wechseln wir mal in den Nahkampf. Das sollten wir zwar als Zauberer eigentlich nicht tun gegen so einen Ork-Bombardier, aber da wir eine mittlere Rüstung haben und er im Grunde gar nichts, können wir uns das mal leisten. Wow. Der hat den aber schon ziemlich schnell fertig gemacht. Und, oh Gott, da ist ein Leech. Genau deswegen hasse ich diese Level hier. Einfach weil hier Leeche unterwegs sind. Und wenn dann später irgendwie 2, 3 Leeche auf einmal da sind, dann wird das echt schwer. So. Wir haben alle 10 Feinde bezwungen und haben dafür 300 Goldstücke als Belohnung erhalten. Das ist schon mal sehr schön. Und wir haben eine neue Mission gegen die Finsternis 2. Das sollte jetzt eigentlich keinen überraschen. Schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Ich möchte nochmal mit dem Zauberer da reingehen. Das hat ja gerade ganz gut geklappt. Allerdings möchte ich jetzt statt Seelenqual mal den Flammenstab ausprobieren. Wir können tatsächlich sogar noch einen anderen Stab mitnehmen. Keine Ahnung, Stab der Stürme oder so. Ich weiß ja nicht. Machen wir das einfach mal, wir können es uns leisten. Ja, besiege sie alle und eine noch größere Herausforderung wird auf dich warten. Wird schon klappen. Das können wir überspringen, nach wie vor. Und ich möchte nicht den Stab der Stürme, sondern den Feuerstab. Und der schießt halt einfach Feuerbälle, die alles kaputt machen. Das Blöde hier ist auch, dass man seine Gegner so ein bisschen suchen muss. Also der macht schon ordentlich Schaden, muss ich sagen. Das gefällt mir. Allerdings sind die Feuerbälle sehr langsam. Was vielleicht nicht so von Vorteil ist, wenn ich irgendwie beispielsweise hier den Leech treffen will. Oh, es ist sogar ein hoher Leech diesmal. Oh, Assassinen. Oh Gott, so viele Feinde. Ich glaube, das werde ich nicht überleben. Ich brauche mal einen Heiltrank, Heiltrank, Heiltrank. So, jetzt musst du erstmal bitte sterben. Aua, 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 weg, 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 weg. Ich komme hier nicht weg. Nee. Also ihr seht schon, warum das ein bisschen schwerere Level sind. Wenn, oh Gott, vor allem wenn hier so ein Leech kommt. Ich muss mich mal ein bisschen verstecken. Und das ist gerade mal Level 2. Level 3 wird wesentlich härter. Da sollte ich vielleicht auch einen anderen Charakter nehmen. Als den. Okay, du springst runter, das soll mir recht sein. Ihr könnt ja kein Gold verlieren. Komm, du musst. Oh Gott, am Skelett mache ich echt wenig Schaden. Also die Magiecharaktere sind nicht gut gegen beschworene Gegner. So, war das der letzte Charakter? Nein, natürlich nicht. Oh Gott, ein Berserker. Okay, gegen Berserker komme ich aber sehr gut an. Und da ist schon wieder ein Leech. Ich glaube es nicht. Aua. Die können mich durch Wände durchtreffen. Das ist ja voll asozial. Stirb, 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 stirb. Weh, du beschwörst eins. Das kann ja nicht wahr sein. Was, der lebt ja noch. Oh Gott, weg, 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 weg. Skelett, lass mich in Ruhe. Hier muss noch ein Gegner sein. Oh Gott, da ist er. Jawohl, wir haben es geschafft. Alle 13 Feinde bezwungen. 500 Gold dafür. Mal schauen, wie viel gegen die Finsternis 3 bringt. Ja, aber welchen Charakter nehmen wir jetzt dafür? Ich will den Level nicht machen. Ich weiß noch, dass ich an dem ziemlich lange gehangen habe beim letzten Mal. Der ist echt hart. Nehmen wir den Ritter, der hält viel aus. Aber ich weiß nicht, inwiefern der gegen die Leeche gut ist.
Mit der Jägerin brauche ich es, glaube ich, gar nicht versuchen. Wobei doch, da könnte ich die Explosivpfeile benutzen. Wir haben ja schon die schwere Rüstung, das ist schon mal ein Vorteil. Nehmen wir Präzisionsbogen. Ja, Brandpfeile brauchen wir keine. Normale Pfeile lassen wir mal als Dings. Wir nehmen aber 25 Sprengpfeile mit. Bei der Zeremoniendolch auf jeden Fall 4 Heiltränke. Dann können wir uns theoretisch sogar noch eine Repetierarmbrust mitnehmen. Und ein paar Bolzen und Giftbolzen können sie richtig eindecken. Und das, obwohl wir die schwere Rüstung haben. Na gut, versuchen wir das mal. Ich wähle nochmal eben den Bogen aus, damit sie mit dem Bogen dann ins Level startet, hoffentlich. Bekämpfe die ständig stärker werdenden Feinde und deine Reichtümer werden sich mehren. Aber gib Acht, eine äußerst schwierige Herausforderung liegt vor dir. Oh ja, das stimmt. Nee, ihr startet auch mit dem Zeremoniendolch. So. Ich habe... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Liech. Erzliech. Ich weiß nicht, ob das... Oh Gott, ich habe verfehlt. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich hier den Bogen spanne. Bei den Explosivfallen. Okay, den Liech haben wir schon mal fertig. Das Skelett sollte mich jetzt bloß nicht mehr so viel nerven. Das wäre ganz cool. Hilfe. Trinken wir mal einen Heiltrank. Das ist keine Idee, gute Idee, wenn wir den schon so früh brauchen, aber es hilft ja gerade nichts. So, jetzt spanne ich mal den Bogen voll auf. Hm, das scheint tatsächlich was zu bringen. Okay. Ah, oh, wenn ich den treffe. Wow, okay. Wow, das ist ziemlich cool. Wir machen ordentlich Schaden. Nein, nein, nicht runterfallen. Oh mein Gott. So, du musst bitte einmal sterben. Ich hoffe, wir haben genug Explosivpfeile für alles. Ah, wenn ich den treffen würde. So, wo ist der Liech? Hier muss irgendwo ein Liech... Ah, da hinten. Oh Gott. Wie soll ich das schaffen? Ich muss mich verstecken. Okay, wir können auf den Liech schießen. Nein, das ist eine Zauberin gewesen. Das ist gar kein Liech gewesen. Okay. Oh Gott, ich brauche Heiltränke. Dringend. Dumm. Ich bin gar nicht hier. Ihr müsst mich auch nicht suchen. Nein, nein, das müsst ihr nicht. Wie viele Pfeile haben wir noch? 8. Okay, das muss reichen. Ich spanne den Bogen einmal voll an. Und guck mal, ob ich den Gegner finde. Vermutlich hier um die Ecke wieder ein Assassin oder... Oder auch nicht. Vielleicht auch eher ein Ork, der sofort auf mich schießen kann. Aber, na, ich hab dich gesehen. Oh Gott. Ich glaube, da möchte ich gegen den Berserker möchte ich die Armbrust einfach mal benutzen, um meine Explosivpfeile ein bisschen zu sparen. Da habe ich doch... Moment, ich habe doch Giftpfeile dabei. Dann kann ich die doch mal benutzen. Wo ist der hin? Da. Vielleicht bringt das ja ein bisschen. Jawohl. Oh Gott, weg hier. Stirb. Gut, oh Gott, nicht noch eine. Weg. Nein, 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 nicht sterben. Ich habe keine Heiltränke. Doch, ich habe noch einen. Okay, okay. Weg. So, das war jetzt aber der letzte. Aber ich habe die beiden Zauberinnen ausgeschaltet. Ich glaube, die haben mir beim letzten Mal tatsächlich sehr große Probleme bereitet. Das wird spannend. Ich werde nicht alles mit meinen Explosivpfeilen töten können, weil die Berserker einfach zu viel aushalten. Aber immerhin, einiges schaffe ich damit schon. So. Du musst jetzt bitte einmal damit sterben. Danke. Ich glaube, das könnte es aber gewesen sein. Jetzt muss ich nur noch die Giftbolzen einsetzen. Na, wo bist du? Wo kommst du her? Ich habe doch gerade gesehen, dass du hier bist. Nee, der ist gar nicht mehr... Wo ist der denn hin? Da. Ah, weg. Nein. Bitte sei der Letzte, bitte sei der Letzte. Ich will nicht noch mehr. Nein, es war nicht der Letzte. Ach du Schande. Wie soll ich denn mit so wenig Lebensenergie jetzt noch einen Gegner besiegen? Okay. Genau, komm im Nagel. Jawohl, wir haben es geschafft beim ersten Versuch. Jawohl! 800 Goldstücke als Belohnung.
Sehr gut. Das lief wesentlich besser, als ich erwartet hatte. Ja! Wunderbar, wie viel Gold haben wir denn jetzt? Ich möchte das einmal hier nochmal schauen. Wir haben 8700 Goldstücke. Das ist mal ordentlich. Oh, Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Gegen die Finsternis 1 bis 3 im Haggastrom. Oder Haggaström, oder wie auch immer man das aussprechen sollte. Haggastrom. Haggastrom. Genau, sprechen wir es einfach so aus. Haggastrom. Wie ein Charakter in Little Big Adventures aussprechen würde. Komplett eingedeutscht. Haggastrom. Twinsoon. Kashes. Naja, wie auch immer. Ich bin echt froh, dass ich den Level schnell geschafft habe und das nicht so oft machen muss. Also die beiden Zauberinnen, die dann kommen mit ihren Feuerbällen, sind echt ziemlich fies. Also ich hatte Glück, dass ich die mit den Explosivpfeilen sofort getroffen habe und die mir nicht zu viel Schaden gemacht haben. Aber ihr habt ja gesehen, es war relativ knapp und wären noch mehr Gegner da gewesen, hätte ich es vermutlich nicht geschafft. Aber so, wunderbar, Glück gehabt. Na gut, dann steht als nächstes tatsächlich jetzt der Level zu Rana an. Das werde ich aber in der nächsten Folge machen. Bis dahin, macht's gut!